Jirka Plachy im Interview. Jirka, du bist nicht Tscheche, du bist Grieche. Ja, ich bin weder noch sowohl als auch. Weder noch heißt, spielt keine Rolle, welche Nation, das ist alles kriegerisches Gehabe. Ich bin die Nation, ich bin jene Nation. Auf der anderen Seite noch ist er genauso. Ja, jetzt fällt mir nicht das richtige Wort ein, aber ich sag mal, es ist genauso misleading auf Englisch. Also es ist genauso, du kannst einen in die Irre führen, wenn man dann jeglichen Nationalismus sozusagen wegmacht. Ja? Also zwei Sachen von zwei Pole von einem Extrem oder von einem natürlichen Ding, nicht von einem Extrem, sondern zwei Extreme von einem natürlichen Ding, nämlich, dass man als Mensch irgendwo lebt und irgendeine Hautfarbe hat. Und da zur Hautfarbe fällt mir noch eins ein, es muss, wenn man Rassist sein möchte, muss man noch nicht mal die Hautfarbe verteufeln, so wie das früher war, sondern man kann ein ganzes Volk verdammen, so wie das die Juden machen mit den Deutschen. Ja? Also ich kenne einige zeitgenössische jüdische Schriftsteller, die überall auf der Welt gelesen werden und die einfach absolute Rassisten sind. Ja? Rassisten, richtige, übelste Rassisten, die einfach mal behaupten, die Deutschen sind für die nächsten 1000 Jahre immer noch schuldig an irgendeinem Vergehen von irgendwelchen Leuten. Das ist richtiger Rassismus und der ist natürlich politisch auch en vogue, der ist gewollt, weil da steckt einfach die ganze Ideologie dahinter und um diese Ideologie sozusagen zu nicht verstehen. Nein, das ist der falsche Ausdruck, weil da gibt es nichts zu verstehen. Ja, es ist einfach eine Ideologie. Ja. Eine Ideologie kann man nicht verstehen, die ist einfach nicht dafür da, um sie zu verstehen, sondern die ist dafür da, um sich ihr unterzuordnen. Ja. Das ist, man macht ja eine Ideologie nicht, um jemanden zu überzeugen, sondern die Ideologie gilt als die Wahrheit. Ja? Also es ist, die Überzeugungsarbeit ist sozusagen schon vorweggenommen. Und da möchte ich sagen, dass als Mensch ist es scheißegal, ob ich ein Müllmann oder ein Künstler oder ein Bäcker bin. Das, was zählt, ist, dass ich meinen Job richtig mache und nicht, ob ich irgendwie die und die Hautfarbe habe, ob ich irgendwie die und die Nationalität habe, ob irgendwelche Leute vor 100 Jahren irgendwas gemacht haben, sondern alles, was zählt, ist das Jetzt. Und das Jetzt ist etwas, was uns noch sehr verwundern wird, weil sich das so verändern wird, wie das keiner erwartet. Jirka, in dem Jetzt, da lässt du deine Inspiration in deiner Kunst frei fließen. Mit Maschinen, mit Physik und mit deiner Qualifikation als europäischer Künstler im Allgemeinen. Ja, also ich lasse es fließen, weil ohne Fluss gibt es kein Entkommen. Ja. Du kannst Sachen nicht verstehen als
schöpferischer Mensch willst ja auch immer verstehen, was du da eigentlich machst. Ja? Wenn du irgendwie eine Maschine baust oder jemandem einen Rat gibst und sagen wir mal, kommt jemand zu dir und sagt, ich habe Krebs und ich muss bald sterben und wir kennen uns jetzt schon seit 50 Jahren oder was weiß ich und kannst du mir einen Rat geben, du bist doch so klug und dann hilf mir doch mal. Ja? Dann würde ich natürlich sagen, ey, Hände weg von Ärzten. Ja? Macht bloß keine Therapie, wo sie dir irgendwelche Ultragifte in deinen Körper einleiten und dich richtig fertig machen. Ja? Glaub denen kein Wort. Die wollen einfach nur an dir Geld verdienen. Verstehst du? Du bist einer von 7 Milliarden. Glaubst du, die lesen deine Biografie, bevor sie dich operieren oder in die Röhre stecken? Das ist denen egal. Die sind Profis. Die haben einfach die sind geschulte Profis, die intelligent sind natürlich und die sind so geschult, dass sie dir das möglichst schmackhaft machen, weil sie wollen ja einen neuen Kunden. Sie wollen ja jemand, der ihre quasi ihr Geld, was sie da reingesteckt haben, ja, amortisieren. Und für mich ist Kunst eben das Gegenteil. Ich will nicht, dass jemand mich amortisiert, dass jemand dafür leiden muss, damit es mir gut geht. Das ist ein Gleichnis. Ja, es ist sowas wie ein Gleichnis. Und unsere Gesellschaft ist im Moment am Ende, also komplett am Ende. Und es fällt ihnen einfach nichts mehr ein. Sie wissen, sie können keine Atombomben mehr werfen, weil das machen die ja jeden Tag und das macht keinen Thrill. Die werfen jeden Tag Uranbomben irgendwo auf der Welt, in Libyen, in Afghanistan, in Irak. Das ist ihnen scheißegal, das können die machen. Die wissen nur, wenn die dann richtig aufdrehen, ja, könnte für die selber irgendwie ein bisschen happig werden. Aber du hast schon Angst vor der Kreativität dieser Mitmenschen. Ja, als Kreativität würde ich das nicht bezeichnen. Und Angst habe ich davor auch nicht. Also entschuldige, dass ich dich jetzt in beiden Punkten enttäuschen muss, aber Kreativität ist das Leben mit der Natur. Das ist Leben mit dem Zentrum der Galaxis, das ist Leben mit dem Zentrum in einem selbst, das ist Verständnis, wieso man hier ist, welche Aufgabe man hier hat, was Liebe ist, was Bedeutung hat. Ja? Kreativität ist Bedeutung, das ist etwas, was nicht trivial ist und auslegbar, sondern das ist ja kreativ. Und konzeptionell. Konzeptionell und durchdacht, oder? Ja, nicht unbedingt durchdacht, sondern vielleicht mehr erspürt und mehr intuitiv in unserer Zeit. Vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn wir diesen Nullpunkt durchwandert haben und der ganze Dreck, die ganzen Rothschilds, Merkels, diese ganze Schmutz, diese ganze Filz, der ganze Sumpf, wenn das alles weggeschwemmt wurde durch die Welle, die aus dem Zentrum der Galaxis kommt, auf uns zukommt, jetzt gerade, und die unsere Sonne unglaublich aufheizen wird, die gigantische Kataklysmen hier auf der Erde erzeugen, wenn sich das alles gereinigt hat und dann nur die Leute, die wirklich erleuchtet sind, übrig bleiben, ja. Und wenn das 5 Milliarden nur noch sind, ja. Wäre das der Beginn der Hoffnung? Das wäre der Beginn eines, oder das wird der Beginn eines neuen Zeitalters sein, wo die Hoffnung keinen Platz mehr hat, weil einfach die Zeit stillzustehen scheint, weil die Zeit einfach keine Rolle spielt, weil alles, was wir bis dahin gelernt haben, nicht stimmt. Weil wir nicht mehr sterben müssen. Oder wenn, dann sterben wir einfach mit dem Bewusstsein, dass wir einen neuen Job haben.
und uns nicht davor fürchten, einfach diesen Körper abzulegen. Also, ja, wir bewegen uns auf andere Zeiten zu und das ist einfach nur eine Frage von Stunden, bis es dahin kommt und ich freue mich darauf, von ganzem Herzen. Möglicherweise ist es ein völlig neuer Weg. Ja, es ist ein völlig neuer Weg für die Menschen, die heute leben. Gleichzeitig ist es ein ganz alter Trampelpfad der Menschheit, weil die Menschheit ist auf diesem Weg schon immer unterwegs und das ist auch alles aufgezeichnet, dass man das nicht in der Schule gelernt hat, okay, das liegt halt hier an dieser Endzeit, das ist Systeme, alle Systeme, die es gibt, alle Dogmen, alle dogmatischen Systeme, alle Systeme, die für sich die Wahrheit beanspruchen, die irgend so ein Ratzinger, Kinderschänder oder was weiß ich, wer auch immer in Brüssel, irgendwelche Leute, die die Macht haben, ja, die tatsächliche Macht über unser Universum, in Anführungszeichen, also über Ressourcen, über das, was die Menschen wissen, über Medien, Information, wirtschaftliche Sachen, ob man genug zu essen hat, also die ganze Macht, die die Menschheit sozusagen jetzt sich sieht, dass diese Macht in Händen von einer kleinen Clique konzentriert ist, die eben apokalyptisch denkt und die eben nur an sich selbst denkt und die eben sich neu orientiert, eventuell? Ja, die eben flexibel ist, sich neu orientiert und doch gleichzeitig, und da sind wir wieder bei den alten Alchemisten, die letztendlich jede Kunst und Wissenschaft sozusagen befruchtet oder überhaupt erst möglich gemacht haben in diesem dunklen Zeitalter, was gerade zu Ende geht. Natürlich, diese Leute, die sind nicht dumm und die wissen, ah, okay, jetzt kann ich unsterblich werden, super, aber wie schon die alten Alchemisten uns gesagt haben und gezeigt haben, ja, so einfach geht das nicht, weil es zählt nicht der Moment der Macht, indem man meinetwegen, ich erfahre irgendwas als Erster. Und dann kann ich möglichst viel Gewinn draus schlagen. Ja, also für mich, also ich kann mich retten vor allen anderen. Und meine Familie und meine Freunde und Bekannten. So denken diese Leute und die haben natürlich die ganze Macht. Und ja, im Moment läuft das noch so, dass sie sozusagen denken, ja, wunderbar. Wir sind auf alles vorbereitet, wir haben irgendwie alle Schlüssel in der Hand, wir haben für alles vorgesorgt, wir haben alle Bunker gebaut. Wenn jetzt der Kataklysmus kommt, der alle 6000 Jahre stattfindet, wir sind bestens vorbereitet und der ganze Dreck wird weggeschwemmt. Nur, was passieren wird, ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ich habe mich damit jetzt seit bestimmt 10 Jahren beschäftigt, nämlich, dass die Leute in ihrem eigenen Bunker zerdrückt werden durch die Bewegungen der Erde, ja? Durch die Kataklysmen. Die werden in ihrem eigenen Bunker zu Primitiven. Ja? Die kommen da 300 Jahre später raus und sind unfähig zu leben und drumherum ist eine neue Gesellschaft entstanden, wo sie einfach mit ihren alten Ideen nicht mehr ankommen und entweder sich anpassen, keiner ist denn böse, oder von der Klippe zu springen. Und ich denke, einige werden von der Klippe springen und einige werden sich anpassen. Jirka, vielen, vielen Dank fürs Interview und einen schönen Abend noch. Ja, dir gleichfalls, Donald. Ciao.